Willkommen zu einem weiteren Part der Mario Kart 8 Deluxe News. Heute gibt es mal wieder als erstes ein bisschen Channel News und danach werde ich noch über ein wichtiges Thema reden, was so sehr viele gerade beschäftigt. Ihr werdet es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung oder dem Titel entnommen haben. Ja, fangen wir erstmal einfach direkt an mit den Channel News. Erstmal, was ist so letzte Woche passiert? Letzte Woche hatte bei mir wieder die Schule leider angefangen. Dementsprechend hatte ich auch nicht so viel Zeit, Videos hochzuladen und dementsprechend sind auch nicht so viele Videos gekommen. Es sind zwei Parts gekommen und zwar zweimal Splatoon 2 und das waren die finalen Parts von diesem Spiel. Also ist Splatoon 2 abgeschlossen. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt bitte in die Beschreibung. Da unten ist die Playlist verlinkt und dann könnt ihr sehr wahrscheinlich, falls ihr noch ein paar Parts verpasst haben solltet, könnt ihr die gerne nochmal nachschauen. Das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video am Sonntag, am Montag oder am Dienstag zu Gesicht bekommen werdet. Ich habe es auf jeden Fall am Sonntag aufgenommen, direkt nach dem Zelda Breath of the Wild Stream. Und ja, auf jeden Fall startet am Montag das neue Projekt. Sehr viele, die denn in den Stream schon dabei gewesen sind, werden es schon gewusst haben oder auch vorher. Ich habe es überall angekündigt, aber falls die meisten Leute es noch nicht wissen, dann möchte ich natürlich die Überraschung noch nicht so wegnehmen. Also freut euch einfach auf morgen, auf den ersten Part vom neuen Projekt. Und als nächstes, heute am Sonntag, wir schreiben den 10.09.2017, haben wir die 300 Abonnentenmarke geknackt. Es ist, nachdem ich die 200 Abonnenten geknackt habe, sehr, sehr schnell eigentlich gegangen, würde ich mal sagen. Natürlich, es gibt viele, die es schneller schaffen oder sowas, aber darum geht es ja eigentlich hier nicht. Ich möchte mich einfach nochmal bei jedem bedanken, der abonniert hat, der immer die Videos liked und so weiter. Es wird kein wirkliches, richtiges Special kommen, kein größeres ist geplant auf jeden Fall. Ich werde sehr wahrscheinlich erst wieder bei 500 Abonnenten ein Special bringen, aber ja, freut euch einfach auf die nächste Zeit, auf die nächsten Let's Plays, auf die nächsten Streams und ja, freut euch einfach auf die Zeit. Ich freue mich auch drauf und ich würde sagen, nach diesen Rennen geht es direkt weiter mit dem nächsten Thema. Es ist ja in letzter Zeit in voller Munde, dass viele YouTuber als auch Zuschauer mit der Plattform YouTube an sich nicht mehr so zufrieden sind, wie es früher der Fall war. Bei den Zuschauern liegt es vielleicht am Design. Bei den YouTubern selbst, wie ihr vielleicht schon gehört habt, werden werbefreundliche Videos häufig einfach vom YouTube-Algorithmus selbst auf werbeunfreundlich geschaltet und dadurch verdienen die ganzen YouTuber halt auch kein Geld mehr und haben auch ein wenig, ja, Existenzängste, dass sie durch YouTube nicht mehr normal leben können und diesen als Job auch nicht mehr ausführen können. Jetzt sagen vielleicht viele, oh, der YouTuber XY verdient so und so viel Geld, wenn er jetzt mal ein Video hat, was nicht monetarisiert wird, dann verdient er halt, keine Ahnung, 1 Cent weniger. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass das viele sagen, aber dadurch, dass YouTube halt so ein unsicherer Job ist, also du bist halt nicht jetzt sicher, ob du in den und den Jahren immer noch dein Geld verdienst, ob YouTube jetzt komplett sich selbst zerstört und du vor dem Nichts stehst, das kann ich schon verstehen, dass manche da Existenzängste haben. Und ja, das ist halt meine Meinung. Bei mir ist es jetzt so, ich bin kleinerer YouTuber, verdiene gar kein Geld durch YouTube, was mich natürlich auch nicht stört. Deswegen interessiert mich das meist eigentlich gar nicht. Ich habe mir aber vorsichtshalber trotzdem einen VidMe-Account gemacht. VidMe ist nämlich die Plattform, die so jetzt im Raum steht als Alternative zu YouTube. VidMe zeigt einfach so die Wurzeln so von YouTube. Ja. Und das freut mich einfach, dass es so eine Plattform gibt, die einfach so fast als Alternative sein würde. Ich bin mir nämlich noch nicht komplett sicher, ob VidMe das durchhalten wird, ob VidMe überhaupt die Alternative wird oder ob YouTube sich in ein paar Wochen, Monaten sich wieder gefangen hat. Zum Beispiel bei Facebook ist es ja der Fall. Ich finde, Facebook wurde immer schlechter und hat sich einfach selbst zerstört. Die meisten Nutzer von Facebook sind nur noch da, um irgendwelche Videos zu gucken, irgendwelche Vines oder, und
Ich möchte einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe aber vorsichtshalber mal ein With-Me-Account gemacht, der unten auch in der Beschreibung verlinkt ist. Ihr könnt mir da gerne ein Follow da lassen. Und ja, hauptsächlich werden trotzdem noch Videos auf YouTube kommen. Ich werde vielleicht mal ein oder das andere Video auf With-Me veröffentlichen. Und ja, das war mal nur eine ganz, ganz kurze Info zum Sonntag. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.